Vorher hat es mir funktioniert, gell? Ich bin gerne hier und ich freue mich sehr, dass die Corinna Siegenthaler mich eingeladen hat, euch hier ein bisschen bespaßen zu dürfen. Und mal kurz zu meiner eigenen Person, mein Name ist Robert Vogel. Ich bin bekennender Nerd seit gut 50 Jahren. Und ich bin so ein bisschen Raumfahrt-, Science-Fiction-Fachmann und halte seit über 20 Jahren Vorträge auf Science-Fiction-Cons. Meistens, wenn ich bei irgendwelchen Dreharbeiten zu Besuch war, bei Stargate zum Beispiel oder Andromeda. Und eigentlich mein Hauptinteressensgebiet gerade in den letzten 20 Jahren ist so ein bisschen die Verbindung zwischen Raumfahrt und Science-Fiction herzustellen, weil die gehören eigentlich irgendwo zusammen. Und ich fange mal ein bisschen so mit der Geschichte an und dann wird es so ab, wenn ich so in den letzten 20 Jahre komme, da wird es dann sehr persönlich. Ich erzähle das nicht, weil ich hier jetzt einen Ego-Trip fahren will, sondern ich erzähle das, weil ich das alles selbst erlebt habe. Und die Fakten über Raumfahrt, die könnt ihr überall nachlesen. Und das, was so ein bisschen ins Persönlichere geht, das erzähle ich euch. Wenn ihr nachher Zeit und Lust habt, stehe ich auch noch für Fragen zur Verfügung. Und wenn ich hier auf dem Gelände bin, erkennt ihr mich dann auch. Eigentlich kann man mit anfangen, Science-Fiction und Raumfahrt, das geht eigentlich schon bei Jules Verne los. Weil der mit der Kanone zum Mond, da hat er schon ein paar Sachen richtig gemacht, denn mit einer Kanone würde ich jetzt nicht zum Mond fliegen, da bist du nämlich platt, wenn das Ding startet. Aber er hat schon richtig vorausgeahnt, dass man so am Erdäquator am besten startet, weil da hat ja die Erde die größte Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man da startet, gibt es da schon einen ordentlichen Bonus drauf. Und so richtig ging es dann los nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte jetzt hier also nicht unbedingt über politische Gesinnung von Werner von Braun diskutieren. Meine persönliche Meinung war, der Mann hat halt zur falschen Zeit im falschen Land gewohnt. Und als der dann am Ende des Zweiten Weltkrieges nach Amerika ging mit seinem Team, da hat er sich relativ bald mit zwei anderen Visionären zusammengetan. Also jetzt Werner von Braun, der Herr ist Walt Disney persönlich und der dritte ist Clyde Bonesdale. Der Name wird euch wahrscheinlich gar nichts sagen. Das, ich glaube, der lebt sogar noch, das ist ein Raumfahrt- und Science-Fiction-Künstler, der für viele Magazine in der damaligen Zeit Sachen illustriert hat. Und der hat die Visionen von Werner von Braun in Bilder umgesetzt. Naja, und Walt Disney, der hatte halt schon in den 50er Jahren, hatte der schon einen eigenen TV-Kanal und da kamen eigentlich die richtigen Leute zusammen, um jetzt gerade die Amerikaner, auf die Raumfahrt quasi vorzubereiten und das ging ja dann richtig los, dann Ende 50er Jahre mit dem Start von Sputnik. Ja, was hatten wir hier in Deutschland? Eigentlich nur eins, was zeitgleich zu Star Trek lief und das muss ich jetzt einfach abspielen. Es gibt Dinge, die muss man tun. Ja, und die heutige Jugend, die kennt das ja schon fast gar nicht mehr. Gell? Es gibt leider immer noch nichts Besseres aus Deutschland. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch einen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Also das war unser Star Trek, weil Raumschiff Enterprise lief ja erst 1972 im ZDF. Und was hatten wir noch? Perry Rhodan
Harry Rodan und ich, wir sind zwar nicht in die Schule gegangen, in die gleiche Klasse, aber wir sind beide Jahrgang 1961. Und ich fand das als Nerd ein gutes Jahr, um geboren zu werden, weil da startete Perry Rodan und das war der erste bemannte Raumflug. Und bevor jetzt so die üblichen Fragen kommen, Perry Rodan gibt es immer noch. Wir sind jetzt bei wie viel? 3.100 und ein paar zerquetschte. Ich weiß, das hat euer Papa oder Opa gelesen. Es gibt es immer noch. Ja, und es gab vor ein paar Jahren auch ein Reboot, Perry Rodan Neo. Das ist wie so Neuauflage von Kampfstein Galactica, zwei getrennte Universen. Und die sind mittlerweile auch schon bei 250 oder sowas. Also, das sind eigentlich die zwei hauptsächlichen Sachen Science Fiction, auf die wir in Deutschland stolz sein können. Und das hat auch viele Deutsche dazu gebracht, in die Raumfahrt zu gehen. Und zum Beispiel diesen Herr hier, das ist Jesko von Puttkamer. Der hat, als er noch gelebt hat, hat er mir mal ein paar Geschichten erzählt. Der hat also Raumfahrttechnik studiert und der hat dann mal einen Brief an Werner von Braun geschrieben. Und zu seiner Überraschung hat er sogar geantwortet: Herr von Puttkamer, kommen Sie zu uns nach Amerika rüber, wir wollen bis Ende des Jahrzehnts zum Mond fliegen. Ich meine, er ist nie geflogen, aber Jesko war immer ein großer Science-Fiction-Fan gewesen und der war zum Beispiel auch als Berater für die ersten zwei Star Trek-Filme tätig. Und da kommen wir jetzt zu diesem Bild. Da hat er mir eine nette Story erzählt. Und zwar gab es ja damals Mitte 70er Jahre eine Aktion der NASA, wo sie gefragt haben, wie wollen wir denn das erste Shuttle nennen? Und es wurde ja dann Enterprise genannt und Jesko erzählte mir, er war eigentlich dagegen. Und zwar aus folgendem Grund. Sein Argument war, was man auch absolut nachvollziehen kann, dieses Shuttle wird nie in den Weltraum fliegen. Das war ja nur so das Testteil, was Huckepack auf dem Jumbojet dann um die Welt zur Promotion-Tour rumgeflogen ist. Wartet doch, bis das erste echte Shuttle startet. Aber es sollte dann ein bisschen anders laufen und war ja auch wirklich ein ganz toller Erfolg. Und da hatten sie damals auch die ganze Enterprise-Mannschaft eingeladen. Und so ging das dann um die. Hey, bleibst du hier? Und so ging das dann um die Welt. Hey, ja, so irgendwie, ne? Ich fand das einfach ein nettes Bild, deswegen habe ich es genommen. Und die Dame hier, das ist Nichelle Nichols, Lieutenant Uhura. Die habe ich auf der FedCon ein paar Mal getroffen und die hauptsächliche Story, die sie erzählt, ist, sie wollte eigentlich nach der ersten Staffel bei Star Trek aufhören und dann hat sie irgendwie ein, zwei Tage vorher Martin Luther King getroffen und der hat gemeint, um Gottes Willen, du musst da weitermachen, weil du repräsentierst uns und zeigst auch, dass wir Führungsqualitäten unternehmen können. Die Story, die kennt jeder. Und dann hat sie mir erzählt, ja, das war dann 80er Jahre, da hatte die NASA eine Initiative gestartet für neue Astronauten, auch Frauen. Und er erzählte mir, ja, und dann klingelte bei mir das Telefon und da war jemand von der NASA dran und meinte, die NASA würde ihn so gern engagieren für diese Promotion-Tour. Und er sagte so, ich bin doch gar keine Astronautin. Und ihr Gegenüber hat nur gelacht und hat gemeint, ja, schon. Sie sind dahin gegangen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ja. Das ist doch echt cool. Und das war so ein Erfolg, da hat sie sich tierisch gefreut. Und da sag ich mal, da ist die NASA ein bisschen weiter als wir hier in Europa. Ich hänge in zunehmendem Maße so die letzten 20 Jahre mit der ESA zusammen. Und da hast du viele Fans, wirklich. Aber als ich zum ersten Mal da war, das war beim Start vom Mars Express. Ich habe mir gesagt, ich bin ja Science-Fiction-Reporter, weil ich schreibe für so fantastische Magazine wie früher die TV Highlights, Film, Movie Star, Geek, Nautilus und so weiter. Ich habe mir gesagt, ich bin ja Science-Fiction-Reporter. Und damals war die Reaktion: Wir machen doch hier gar keine Science-Fiction. Ja. Was ihr heute macht, war vor ein paar Jahren Science-Fiction. Und als die dann gemerkt haben, dass ich immer häufiger aufgekreuzt bin, kam dann, das ist jetzt kein Witz, kamen dann Leute bis hin zum mittleren Management. Kann ihr da? Herr Vogel, was ich Ihnen sagen wollte,
der eine, der ehemalige Flugleiter, ich habe zu Hause auch die ersten 1000 Perry Rhodan-Romane. Ich bin Star Trek-Fan, ich bin Star Wars-Fan. Aber die haben das nie öffentlich kundgetan, weil wir sind ja hier in Deutschland, du arbeitest bei einer Behörde und es könnte ja deiner Reputation abhängig sein, wenn du sagst, dass du Star Trek oder Star Wars-Fan bist. Ja, dann, oh hier, da ist hier noch viel zu leisten. Und ich habe mir dann, ist es zur persönlichen Aufgabe gemacht, das Nerdtum bei Ihnen da rauszuholen. Und da habe ich auch ein paar schöne Beispiele. Und ich meine, das spiele ich jetzt mal kurz an. Das Stephen Hawking, der war ein riesengroßer Science-Fiction- und Star-Trek-Fan. Und die haben ihn mal in eine Next-Generation-Folge reingeschrieben, in der Szene auf dem Holodeck. Und das lasse ich hier mal laufen, ist in Deutsch. Aber dann sagte ich, in diesem Bezugsrahmen hätte sich die Sonnennähe des Merkur in die entgegengesetzte Richtung verlagert. Eine wunderbare Geschichte. Recht amüsant, Dr. Hawking. Sehen Sie, Sir Isaac, dieser Witz beruht auf einem Verständnis der relativen Krümmung der Raumzeit. Wenn zwei nicht träge Bezugsrahmen in relativer Sie Bewegung sind... Sie brauchen mich nicht zu belehren, Sir. Ich habe die Physik erfunden. Der Tag, an dem mir dieser Apfel auf den Kopf fiel, war der bedeutungsvollste Tag in der Wissenschaft. Nicht schon wieder diese Apfelgeschichte. Die Echtheit dieser Geschichte wird allgemein bezweifelt. Was? Wie können Sie es wagen? Vielleicht sollten wir jetzt wieder weiterspielen, hm? Also, wo waren wir? Sie hatten Mr. Detas Einsatz um 4 erhöht. Ich bringe jetzt mal weiter, ich möchte es nur mal so als Beispiel nehmen. Wenn dann so jemand in einer Science-Fiction-Serie wie Star Trek auftaucht, dann, mein Gott, also was Besseres geht nicht mehr. Und dann kam später die Serie Star Trek Enterprise. Und ich weiß noch genau, das gab damals eine ziemliche Diskussion, denn im Vorspann war zum ersten Mal ein richtig gesungenes Lied drin. Ja. Ich fand das total geil und außerdem, werdet ihr gleich sehen, die NASA wurde da auch entsprechend gewürdigt. Und das Lied ist toll. Ja, also ich finde das ganz toll, hier wird von der Gegenwart in die Zukunft geleitet und man hat dann auch noch was für die Arbeit der NASA getan und ich will das jetzt nur mal erwähnen, ist meine ganz persönliche Meinung. Man hat ja auch jetzt in den letzten Jahren auch wieder ein neues Star Trek gehabt, aber was mir da ganz entscheidend fehlt, ist so ein bisschen die positive Zukunft. Wir leben im Moment in der Zeit mit vielen Problemen und ich habe wirklich, denke ich, meine beiden Füße in der Realität. Aber in meiner Freizeit, da hätte ich gerne noch ein bisschen positives Gefühl. Und natürlich sind düstere Science-Fiction, so Dystopien sind auch klasse, Dramen und so weiter. Aber ich hätte gern ein bisschen wieder mehr Optimismus und mal schauen, was da so kommt bei Star Trek. Ja, jetzt sind wir mal so in die 70er Jahre und ihr werdet euch fragen, naja, was hat denn Star Wars mit echter Raumfahrt und wissenschaftlicher Science-Fiction zu tun? Gar nichts. Weil eigentlich ist das ja ein Weltraummärchen mit guten, bösen Rittern, Schwerterkämpfen und für mich ist eigentlich Star Wars wirklich ein Märchen, was in der Zukunft spielt. Aber Star Wars hatte natürlich auch einen riesen Einfluss, sagen wir mal, auf die nächste Generation von Leuten. Und ich sehe das dann, ich habe viele Astronauten getroffen, auch in Amerika. Und das ist auch der Unterschied gewesen zu hier. Wenn du die fragst, wie wolltest du ein Astronaut werden? Naja, Star Wars und Star Trek. Ja? Und das hat so viel Grundlagenarbeit geleistet. Und vor allen Dingen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ich habe Vorträge gehalten für Kinder und Jugendliche, manchmal in der Sternwarte. Und ich zeige dieses Bild. Kennt jeder? Ja? Ihr Tatooine-Planet mit zwei Sonnen. Und da ist es so leicht, die Brücke zu schlagen zu Astronomie. Indem ich sage, könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas in Wirklichkeit gibt? Und wenn du Kinder oder Kleinkinder hast, die neugierig sind, dann hören dir die auch zu. Und ich meine, ein Sonnensystem mit zwei Sternen oder noch mehr, das ist in der wirklichen Astronomie, das ist sowas von normal. Ja? Oder auch, das mal hier zu zeigen.
das ist die Karte der Star Wars Galaxis. Und ich bin mir sicher, dass dann das hier wird, als Vorbild gedient hat. Das ist so meine Lieblingsgalaxis, die Andromeda-Galaxis. Es ist so einfach, die Brücke zu schlagen. Das nächste Video überspringe ich mal kurz. Und dann hat man dann auch angefangen, so als umgekehrte Entwicklung, dass Leute, die was von, sagen wir mal, von Ingenieurskunst verstehen, die haben dann versucht, diese ganze fiktive Technik glaubhaft darzustellen, wie hier ist das God's Guide to the Enterprise. Und ja, jetzt kommt wieder so eine persönliche Anekdote. Das ist das Deep Space Nine, das technische Handbuch. Als Deep Space Nine lief, waren viele von den Schauspielern auf der FedCon und so weiter. Und wie heißt er jetzt gerade? Siddiq El-Fadil, also der Doktor, hatte ich etliche Male interviewt. Und dann Jahre später hat er in einer Staffel von Primeval, das ist eine englische Science-Fiction-Serie, wo es um so Zeitportale geht, wo meistens so Dinosaurier oder so Viecher dann in der Gegenwart auftauchen, hat mich ProSieben eingeladen, mal die Dreharbeiten zu besuchen. Und ich hatte mitgekriegt, dass er da so eigentlich für die eine Staffel so ein wiederkehrender Charakter war. Da habe ich das Ding mitgenommen und wir waren fertig mit dem offiziellen Teil. Da habe ich das Buch gezückt und habe gesagt, du Siddiq, das ist mir Karo. Ich habe dieses Buch und da ist so ein Kapitel über die Krankenstation und ich habe das nicht kapiert. Ich habe ihm das gezeigt und gesagt, du warst doch der Arzt, erzähl mal. Und da hat er verblüfft geguckt und die anderen lachen echt am Boden. Also Sachen mache ich manchmal. Bei Star Wars gibt es das natürlich auch. Ne? Man kann das auch, das fand ich sehr nett. Ich bin einem die Karte vorgekommen, das sieht als Vorbild Londoner U-Bahn-System. Da haben dann findige Leute haben dann so eine Art Hyperraumstraßenkarte gemacht. Ja, und jetzt wird es persönlich. Es gab 2002 gab es in Bremen das Space Center. Das sollte sowas werden wie ein Science-Fiction- und Weltraum-Vergnügungspark. Und um eine ganz lange Story ganz kurz zu machen, nach einem halben Jahr waren die pleite. Tolles Gelände. Und es war eigentlich so gedacht, hier war das, also der Vergnügungspark und hier sollte ein teures Einkaufszentrum hin. Teure Autos, teure Klamotten und so weiter. Und ich habe das nicht kapiert, bin kein Marketing-Experte, aber so ein Park ist ja eigentlich für ein Familienpublikum gedacht. Und ich war zweimal zur Baustellenbesichtigung eingeladen, weil die meine Meinung wissen wollten. Fand das so klasse, aber das totale Konzept mit diesem Einkaufszentrum war irgendwie nichts. Die hatten eine Ariane-Rakete als Freefall-Tower und ich war, bevor es pleite ging, war ich 5-mal da, hier in der Eingangshalle mit so einer Sphäre und alle halbe Stunde gab es dann so 10 Minuten Lasershow. Es war besser wie jeder Trip. Wir haben nur da gesessen, so rote, blaue und grüne. War total klasse. Und hier Eingangsbereich, als ob du unter einer startenden Rakete durchmarschierst. Dann eine Achterbahn, die indoor eingebaut war, mit so einer Frisierhaube, der Mann fliegt durchs Sonnensystem. Und da habe ich zum ersten Mal den Thomas Reiter getroffen. Der war damals nur Astronaut. Ein Kosmonaut, der auch mit dabei war, dessen Namen ich vergessen habe. Und dann habe ich ein Interview gemacht. Und er hat mir dann später erzählt, das hätte er nicht vergessen. Meine erste Frage war, wir waren ja noch per Sie, Herr Reiter, Sie sind die Soyuz und Space Shuttle geflogen, so mal unter uns, was liegt denn besser in der Kurve? Musste sein, ne? Und da gab es ein paar andere Stories und jetzt springe ich mal weiter, wie das so in Amerika von sich geht. Wir waren da auf dem Science-Fiction-Weltkongress in Anaheim und ich wurde da eingeladen als ein Sprecher, also ich war kein Ehrengast, Gottes Wille. Aber ich war einer von den 100 Referenten und ich sollte was über Raumpatrouille erzählen, die Vorgeschichte erspare ich mir und du gehst dahin, da ist die NASA da und präsentiert sich, die holen da ihren Nachwuchs so quasi und was Besseres, weil, ich sag mal, auch weil ihr hier gerade sitzt, uns Science-Fiction-Fans brauchst du den Sinn von der Raumfahrt nicht zu erklären, wir wissen das, behaupte ich jetzt mal, ne? Und da hatten die auch so eine nette Ausstellung. Und den kennt ihr ja, ne?
Und das ist geil. Sowas würde ich gerne mal in Deutschland sehen. Das ist ein Star Wars Raumjäger als Auto. In Amerika darfst du ja sowas rumfahren. Ja? Total klasse. Hier die R2-Einheit. Ja? Dann, also vieles ist da drauf gemalt. Also die Kanone, der sieht total klasse aus. Dann hier der Enterprise-Chopper. Mal zurück. Da stand auch ein 60er-Jahre Batmobil aus der TV-Serie drauf. Ich musste da rein. Ja? Also ich habe meinen Pressestatus gnadenlos missbraucht, aber es gibt Dinge, die muss ein Mann tun. Das ist Batmobil, das ist meins. Ja? Und ja, jetzt geht es halt zur ESA. Also ich war bei Mars Express mit dabei, dann im Laufe der Zeit haben sich Leute geoutet und das war die Zeit, wo dieses Ding hier gestartet ist. Kurz ATV, Automatic Transfer Vehicle. Und das ist quasi der Beitrag der Europäer für die internationale Raumstation. Also ich will jetzt hier keine Finanzpolitik betreiben, aber das läuft so. Da beteiligen sich ja viele Staaten. Und da fließt jetzt nicht unbedingt Bargeld, sondern die ESA hat da Sachleistungen reingebracht in Form von den Dingen hier. Ich habe das immer automatische Nachschub-LKW betrachtet. Du konntest, glaube ich, 20 Tonnen Nutzlast hochbringen. Und das Ding hatte auch ein Triebwerk, das die ISS anhebt. Weil die ISS ist natürlich im Weltraum, aber da ist noch ein bisschen Restatmosphäre. Das heißt, so pro Tag fällt die ISS ein paar Meter und ab und zu muss die mal wieder angehoben werden. Und wie ich das gesehen habe, irgendwie dachte ich, das sieht so ein bisschen aus wie ein X-Wing, ein TIE Fighter. Aber da geht dann wahrscheinlich mal Fantasie miteinander durch. Und ja, ich bin dann böse aufgefallen. Ich habe angerufen beim ESA und habe gesagt, macht ihr keine Startübertragungen, Docken und so weiter? Und da hieß es, nee, sie haben einen Saal für die Mitarbeiter vorbereitet und ich dürfte gerne kommen. Okay, da gehst du hin. Ich dachte mir, da musst du noch was tun. Und ich habe einen Joystick mitgenommen. Und die Leute sind ja da alle sehr kompetent. Und das Ding dockt automatisch an mit Lasern und allem möglichen Technik, die begeistert. Ich dachte, ja, was macht ihr, wenn da wirklich mal was ausfällt? Und dann siehst du dann, wie die Leute das Fragezeichen ins Gesicht kriegen. So, was will der uns jetzt sagen? Und ich habe meinen Joystick ausgepackt. Ich dachte, Leute, wenn alles schief geht, ich habe einen Simulator geübt, gebt mir einen USB-Anschluss und ich dock das Ding manuell an. Ja, und, also sie haben mich noch nicht rausgeschmissen. Also irgendwo müssen sie mich mögen. Es kommt noch besser. So, ja, jetzt zu dem Herrn. Eigentlich müsste ich jetzt ein 12-Minuten-Video zeigen. Ich habe leider Neil Armstrong nie persönlich getroffen, aber es gab eine Veranstaltung, ihr könnt es in YouTube finden, Neil Armstrongs Secret Star Trek Wish. Das war die Abschiedsveranstaltung für Scotty James Doohan. Und da hatte die Nichelle Nichols, hat Neil Armstrong da hingebracht. Da hat er dann noch gelebt. Ja. Und er hat im Prinzip gesagt, er ist ein Ingenieur. Und er hat sich Flugzeuge, Raumschiffe geflogen. Und wenn er nochmal die Chance hätte, er hätte gern ein Föderationsraumschiff wie die Captain Kirk. Und so Mannschaften hat er dann alle aufgezählt. Und vor alle Dinge hätte er einen Ingenieur wie der Scotty. Weil Krisensituation, Scotty ruft beim Kirk an und sagt, Captain, die Maschinen sind überlastet, die Fliege uns sind 10 Stunden um die Ohren, die Reparatur dauert eigentlich 15 Stunden, aber ich mach's für dich in 3. Ja? Und dann sagte er, und mir lief wirklich das Wasser runter, from one engineer to another, thank you, Scotty. Von einem Ingenieur zum anderen, danke, Scotty. Und dieses Video habe ich genommen und manchmal habe ich es auch vor die Nase geknallt auf dem Handy und habe gesagt, ihr Skeptiker, der erste Mensch auf dem Mond, der bekannteste Astronaut der Welt ist bzw. war einer von uns. Na, den Finger habe ich mir erspart. Also, ja, und das kommt gut. Und wie dann haben angefangen Leute von der ESA, die haben dann gezeigt, dass sie Nerds sind. Da gibt es jemand, Kim Niergaard heißt der, der war, und zu dem Zeitpunkt, als ich das Foto gemacht habe, Leiter der Future Projects bei der ESA. Also es hat jetzt nicht mit Science Fiction zu tun, sondern so Entwicklungsprojekte. Und er war hier am Schuldorf Bergstraße. Da gab es den Space Day, das war also Schuldorf. Publikum, Schüler und die hatten
Jahre vorher hatten die ganz tolle Referenten. Und ich habe dann mal zu den ESOG-Leute gesagt, Leute, was ihr da macht, das ist wirklich toll. Aber das ist so staubtrocken. Ihr habt hier Schulkinder. Da müsst ihr ein bisschen anders kommen. Und ich würde ja nie sagen, dass die auf mich hören würden. Aber der Kim, Vortrag, da ging es ja so Reisen raus ins Sonnensystem. Hat dieses Bild gezeigt. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und die Kinder, oh, der Todesstern! Also ist er natürlich nicht, aber das ist ein Saturnmond. Und das Loch da, das ist so ein riesen Einschlagskrater. Und wenn der Brocken, der da reingedonnert wäre, noch ein bisschen größer gewesen wäre, hätte der den Mond natürlich verpulvert. Und ja, wie sagt Obi-Wan Kenobi, das ist kein Mond. Lara verkehrt, ist doch ein Mond. Andere Geschichte. Und hier habe ich da gerade Kim fotografiert, da hatte ich gerade mein Fotoapparat griffbereit. So macht man es richtig, so kriegt man die Kinder, ne? So. Jetzt ist das gerade hier gesprungen. Moment. Jetzt bin ich ganz raus, aber das macht nichts. Da kriege ich mich gerade nochmal durch. Sekunde. Da waren wir schon. Ja. So. Ende des letzten Jahrtausends wurde bisher, aber das lag nicht an uns, ein einziges Mal ein Science-Fiction-Kurzfilm im Hauptkontrollraum, damals noch das alte Design, klar, gedreht. Und ich sage dann immer, das könnte mein Wohnzimmer sein, so stelle ich mir das echt vor. Ihr werdet diesen Film wahrscheinlich nirgendwo finden, der heißt Kurzzeithelden, ist 45 Minuten lang. Und wer den mal sehen möchte, ich bin nicht der Regisseur, ich bin noch nicht der Produzent, aber ich habe die Generalvollmacht für den Film, den zu zeigen, weil den gibt es auch nicht auf DVD. Und da war ich zum ersten Mal beim ESOG, beim ersten Nachdreh. Und ich bin da so ein Payload-Specialist, irgendwo seht ihr mich mal eine halbe Sekunde wäre schön. den zeige ich euch mal. Und ich quatsche da jetzt einfach mal rein. Das Ziel, das wir hier verfolgen, ist zu wichtig, um aufzugeben. Was wir hier tun, kann die gesamte Menschheit einen entscheidenden Schritt voranbringen. Ihre Kritiker behaupten, dies seien nur Rechtfertigungen, um immer weiter Astronauten in den Tod zu schicken. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Na, David, haben Sie sich beruhigt? Meine Taten ihr mit euren ignoranten Richtern ohnehin nicht beurteilen. Kein Richter dieser Welt kann das. Das ist der Enemy-Meingang der Bavaria. Der erste Überlichtflug in der Geschichte der Menschheit. Und ich versichere Ihnen, ich werde meine Crew wohlbehalten zur Erde zurückbringen. Jetzt aufpassen, jetzt kommt gleich ein Star Trek-Zitat. Wer findet es raus? Sie haben also Milliarden veruntreut und wissentlich den Tod der Astronauten in Kauf genommen? Bringen Sie uns raus. Das hätte nicht passieren dürfen. Wo sind wir hier? Hier stimmt was nicht. Fehler. Mit uns stimmt was nicht. Wir sind hierher gekommen. Wir werden in die Geschichte eingehen. Wir werden Geschichte schreiben. Ich muss nachdenken. Das versprechen Sie. Wir werden alle sterben, so wie nicht. Nein. Herr Kyros hat kein Ende. Er kann mich nicht töten. Sein oder nicht sein? Nicht sein. Um eine weitere lange Story kurz zu machen, Regisseur und Produzent haben sich damals in die Wolle gekriegt und da hat es eine ganze Weile gedauert, ich glaube bis vor 3 Jahren, bis das Ding fertig wurde. Und ich habe mich mit der ESOG per in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wer weiß denn das noch, wir haben damals da gedreht, der Film ist fertig, eigentlich ist es angebracht, dass der bei euch gezeigt wird. Und es konnte sich keine Sau mehr daran erinnern. Da habe ich gemerkt,
bin ich ja irgendwo Dienstältester da, bis auf die Oberchefin der PR. Und da habe ich im Pressezentrum den Saal bekommen. Und zwei wussten es noch mittlerweile, die waren total platt. Das wurde bei uns gedreht. Naja. Okay, jetzt komme ich so zu zwei Filmen. Da habe ich mich rein freundschaftlich mit der ESOG und so ein paar Leuten gekappelt. Ich weiß nicht, ob ihr Apollo 13 kennt. Die Story ist ja bekannt. Und ich finde es so schade, wir haben dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum von Apollo 13. Und letztes Jahr wurde ja Apollo 11 sehr gebührend gefeiert. Und die Corona-Krise hat jetzt eigentlich die, ich sag mal, zweitwichtigste Mission der NASA. Das fiel total um den Tisch, weil es ist ja toll, dass die Leute wieder lebend zurückgebracht wurden. Und einer der Astronauten, der war ja sogar letztes Jahr hier, der Fred Hayes. Und da ging es darum, ja, auch um den Film Apollo 13. Und da hat er erzählt, dass er da eine ziemliche Diskussion mit Ron Howard hatte, dem Regisseur. Weil, wie sagte er wörtlich, naja, bis auf Houston, we have a problem, ist da nichts authentisch, sondern alles Drehbuchautor. Und Ron Howard hat darauf geantwortet, das ist schon richtig. Und er hat alles, Quellenmaterial, Funksprüche und so weiter, ist ja alles dokumentiert. Und er hat gesagt, aber ich hatte mir irgendwie nie den Eindruck gehabt, dass ihr jemals in Gefahr gewesen seid. Ihr wart so cool. Und die waren ja damals alle Testpiloten und deren Aufgabe war es ja, mit solchen Situationen umzugehen. Und da hat er das ein bisschen vermenschlicht, aber Fred Hayes meint, es wäre trotzdem ein toller Unterhaltungsfilm geworden. Und mein Argument war auch, hier kann man die eigentlich so den Job der NASA oder von diesen Leuten Probleme, die auftauchen, erkennen, beurteilen, lösen. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ja, und jetzt hier Armageddon. Ja, da war bei, ich mag Armageddon, totales Popcorn-Kino. Also wenn da so ein Brocken rankommt, mit Atombomben da ranzurücken, ist keine gute Idee. Nee, wirklich nicht. Es war Konferenz zu Weltraumschrott. Bei der ESA war mit dabei, nachher gab es Fragerunde. Und da war, von Apollo 16 war jemand da, also führende Leute. Ich habe gefragt, ja, ist ja toll, weil alles hier ist, aber den Wichtigsten habt ihr vergessen. Und dann auch wieder Fragezeichen, ja, Bruce Willis. Ihr dachtet nicht, wurden Sie verarschen? Nee, natürlich, Armageddon ist totales Popcorn-Kino. Aber der Film zeigt in anschaulicher Weise das Problem, dass das auch jeder kapiert. Und ich würde mal sagen, Armageddon hat zum Bewusstwerden des Problems mehr geleistet wie 10 Jahre Öffentlichkeitsarbeit der NASA oder der ESA, weil, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist winzig, ja, aber trotzdem kann passieren und nach Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind wir sogar schon überfällig, ja, aber dass das den Leuten bewusst wird, na gut, da hat man dann auch gelacht und die nächste Nummer war, es gibt ja auch Führungen durchs ESOC und da gibt es das Earth Objects Büro, da kommst du auch vorbei bei den Führungen und ich hatte angeregt, hängt Poster von Armageddon hin, so jetzt doch nur sein Zick, stimmt doch nicht, ja richtig, die Leute werden lachen und dann könnt ihr einfach sagen, ja, der Film, das ist totales Popcorn-Kino und wir erklären euch, wie es richtig gemacht wird, also eigentlich ganz einfach und letztendlich hat man sich gegeben erschienen und ich überlege noch, habe so ein bisschen Kontakt mit dem Leiter, ob man es nicht vielleicht einfach mal zu Testzwecken eine Woche hinhängt, wenn es dann wieder Führungen gibt. Ja, Gravity. ESOG in Darmstadt hatte zur Premiere des Films an ein kleines Kino in Darmstadt angemietet für Mitarbeiter und Freunde. Ich habe mich dann am Eingang hingestellt und eine Liste von Weltraumfilmen ausgeteilt, also so Sachen halt wie Verschollen im Weltraum, also die so ein bisschen nicht so Star Wars oder Star Trek mäßig sind, sondern eher gegenwartsbezogen. Ja. Und dann visuell, haut sich echt um. Und dann kamen so die Spezialisten, die Umlaufbahnen, die stimmen ja alle nett. Ja. Du kannst also nicht dieses Stationshopping, kannst nicht machen. Ne. Aber wiederum auch das, der Film zeigt die Gefahr von Weltraumschrott sehr deutlich. Und wenn man nicht aufpasst, dann kriegen wir mit der Raumfahrt wirklich
in ein paar Jahren Probleme, weil es so viel von dem Ding gibt. Also der aktuelle Stand der Dinge ist, man kann Sachen bis 10 cm Größe kann man orten und bis, glaube ich, so 1 cm ist die ISS einigermaßen gepanzert, dass das übersteht. Das Problem sind die Teile zwischen. Und die können riesigen Schaden anrichten. Und das ist ja auch ein Thema von dieser Weltraumschrottkonferenz. Es gibt halt, wird darüber diskutiert, was man dagegen tun kann. Aber auch der Film wiederum zeigt, was passieren kann, wenn das eintritt. Ja, und jetzt, ja, jetzt wird es persönlich. Ich muss das jetzt einfach mal erzählen. Mal kurz Handzeichen, wer hat den Film gesehen? Eine ganze Menge. Als der Film rauskam, kriegte ich Mails. Nicht hunderte, aber im zweistelligen Bereich. Sag mal, Robert, steckst du da auch mit drin? Und ich, ne? Ja, dieses Raumschiff da, die Ares, das hat einen deutschen Astronauten. Der heißt Alexander Vogel. Ja, und ihr kennt ja vielleicht den Spruch von Arthur C. Clarke, eine Fiktion darf noch so verrückt sein, sie muss nur in sich schlüssig sein. Da hat es mir so ein bisschen Teufel gepackt, habe zurückgeschrieben, ja, also jetzt kann ich es ja sagen. Und der Buchautor, was wahr ist, der hat am Anfang Schwierigkeiten, das Buch zu publizieren. Keiner wollte es haben. Und er hat es dann, glaube ich, auf Raten von Freunden für $1 bei Amazon so als Download eingestellt. Und es wurde dann ein riesiger Erfolg und er kam dann den Film. Und ich habe halt ein bisschen mitgeholfen und als Dankeschön hatte den deutschen Astronauten Alexander wie Gerst und Vogel wie, ja. Da ist sogar Thomas Reiter drauf reingefahren. Ich habe es dann natürlich gleich aufgeklärt, aber das war echt zu witzig. Der Film macht einfach auch Spaß, weil der hat natürlich auch ein paar Fehler. Also dieser Sturm, der am Anfang auf dem Mars den Notfall auslöst, diese Stürme gibt's, aber da die Luft so dünn ist, kannst du dann mit dem Raumanzug einfach durchmarschieren. Aber ansonsten, ich hätte den Film eher MacGyver geht zum Mars genannt, weil der ist echt toll und der hat dann auch eine riesen Weltraumbegeisterung ausgelöst. Und dieser Film hat quasi den Anschlag dafür gegeben, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Weg des Marsianers als Video gebracht hat, basierend von Aufnahmen auf dem Mars-Express. Ich spiele das jetzt mal so ganz kurz mal an. Wenn dann die Science Fiction wiederum Anlass gibt, um was mit der Wissenschaft zu machen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsbild. Wir waren damals, also meine Frau und ich, wir waren mal wieder bei Stargate drüben und da meine die Publizistin, wir testen gerade was Neues, geht mal rüber in den Stargate-Raum, der wird zwar nicht gefilmt, aber die haben da so eine neue Sache laufen und normalerweise, wenn das dieser Effekt da zu sehen ist, wird das per Computer eingeblendet und die haben da eine neue Möglichkeit entwickelt, wenn in der Szene das Stargate im Hintergrund zu sehen ist, wird das ähnlich wie hier im IMAX-Kino mit einer Verzerrerlinse auf so eine Wand drauf projiziert und wir waren die Ersten, an denen sie das getestet haben. Das war dann schon eine besondere Ehre und warum ich das zeige, ist der Crew drauf, wie sich das dann umgesprochen hat, kam der Chef der ESO PA zu mir und ich habe zuerst gedacht, er wollte mich verarschen und hat gemeint, Robert, sag mal, würdest du eine Chance sehen, die Europäische Weltraumbehörde in so eine Stargate-Story reinzubringen? Da ging mir erstmal die Kinnlade runter und ich meinte, Bernhard, ich kann dir die Telefonnummer vom Produzenten geben, weil du hast so da ein bisschen ganz anderen Stellenwert. Ich bin ja so der kleine Science-Fiction-Nerd-Reporter. Und du kannst ja die ESA repräsentieren, da grinst er mich nur an und meint, ich traue dir mittlerweile alles zu. Und das habe ich als Herausforderung genommen. Und normalerweise erzähle ich eigentlich nichts über Sachen, die nicht funktionieren,
Also in dem Zusammenhang würde ich das schon machen. Ich habe also Brad Wright, dem Produzenten, eine Mail geschrieben und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Überlegt es euch mal. Wäre doch eine tolle Geschichte. Und ich war dann, das sind auch die Aufnahmen entstanden, ein paar Monate später wieder da. Das war die Zeit, wo Stargate Continuum rauskam. Und da saßen wir dann im Essen zusammen und ich sag mal, Brad, was ist denn eigentlich aus meiner Mail geworden? Wie sieht es denn aus? Und dann meinte er, du Robert, wir haben uns tierisch geehrt gefühlt, aber wir möchten das eigentlich nicht machen, weil die Stargate-Serie, die spielt in einem anderen Universum. Es ist nicht unsere Gegenwart, es ist aber sehr ähnlich, weil wenn ihr mal guckt, in der Serie geht so viel im Weltraum um die Erde ab und es gibt nur wirklich eine Szene, eine einzige, wo die internationale Raumstation drin ist. Deswegen also echt toll, aber danke nein. Und dann hat er, war schon ein bisschen enttäuscht, Robert, um dich zu beruhigen, die NASA hat schon 2 Jahre vor euch angefragt und wir haben aus dem gleichen Grund abgelehnt. Da war es dann okay, aber war so auf die Idee zu kommen, finde ich schon toll. Ich bin ja so ein bisschen am Buggen. So, das hier war 2012. Da war dann Jesko von Puttkammer, das war ein paar Monate später, sind er leider gestorben war, hier in Eppenheim, um Vortrag zu halten. Da hat dann der Rainer Christen von der Starkenburg Sternwarte, der auch quasi Satelliten steuert bei der ESA, hatte ihn dann eingeladen. Das war immer so ein Test für mich, weil ich habe oft festgestellt bei der ESA, bei den Raumfahrt- und Astronomie-Leuten, das sind die Leute so ein bisschen skeptisch. Und ich meinte dann hier, Rainer, hast du was dagegen, wenn ich ein paar Leute in Kostüme hole und wir dem Jesko einen gebührenden Empfang bereiten, weil der ist große Fan. Und dann sagen, mach dann mal. Und das war für mich mal so ein Test, wie dann so die Reaktion war. Wir haben also Spalier gestanden, hier mit einer kleinen Gruppe. Und der Jesko kommt rein, der hat sich so gefreut. Ja, und wir sind dann nach seinem Vortrag sind wir noch gemütlich einen Trink gegangen. Und da hat er dann dir auch die Geschichte erzählt, die ich vorhin erwähnt habe, mit dem Shuttle Enterprise. Und zu 2010 hätte ich auch noch eine Anekdote zu erzählen. Das ist die Fortsetzung von 2001. Und das Hauptraumschiff ist die Leonov, das ist ein russisches Raumschiff. Und Alexei Leonov, der ist gerade letztes Jahr gestorben, der war der Kosmonaut, der den ersten Weltraumspaziergang absolviert hat. Und der war dann mal hier beim ESOC, der war mit so einer Kulturdelegation in Frankfurt. Da hat man gesagt, oh, da könnte man sich mal das ESOC anschauen. Und das war so kurzfristig, dass im Prinzip keiner von der Presse da war, außer mir. Und der ist dann ein bisschen rumgeführt worden. Das ist hier der Hauptkontrollraum. Und er hat einen furchtbar schlechten Simultanübersetzer gehabt. Und ja, das, da mache ich mir ab und zu mal, da war gerade frei, und da war ich mal für eine Minute Flight Operations Director, ist aber alles gut gegangen. Ja. Und die Bettina Braunstein von der PA, die hat sich dann sehr geil, Robert, für so einen Moment erlebt. Ja, also wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Aber das Interessante war, hat einen Vortrag gehalten und dann auch Sachen signiert. Und jetzt mache ich mal ein klein bisschen Werbung. Ich habe diesen kleinen Stand in der Raumfahrthalle. Ich bin so Aufnäher von Science-Fiction, an, da gehört natürlich auch 2010 dazu. Und ich habe am Vorabend meine Frau gebeten, Martina, kannst du nicht so einen Holzrahmen nehmen, so ein bisschen Sterne und so weiter für die Aufnäher machen? Und da bin ich ran. Ich war der Letzte, ich habe wirklich gewartet. Und es hieß, Leonov kann Englisch verstehen, aber nur sehr, sehr schlecht sprechen, deswegen simultan übersetze. Ich habe also gewartet, bin an ihn ran, dann Mr. Leonov, I have a small gift for you, ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Nun, erkennen Sie das? Dann hat er so Augen gekriegt und hat dann angefangen, langsam, aber in sehr verständlichem Englisch zu erzählen, dass er Kontakt mit Arthur C. Clarke hatte und dass er sich geehrt gefühlt hat, dass er dieses Raumschiff nach ihm benannt hat und ob das wirklich für ihn wäre. Und er hat mir dann das Buchcover signiert, der war so happy. Und ich habe dann gemerkt, auf einmal, es war Schweigen im Saal. Und nachher kam dann die Bettina Braunstein, gut, da waren wir damals noch bei Sie, Herr Vogel, Sie schaffen das immer wieder. Gell? Das ist toll, wenn man mal so Leute trifft. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt so eine neue Serie, For All Mankind, so 10-teilig, ich weiß nicht genau, wo die läuft, ist aber jetzt, glaube ich, auch in Deutsch raus.
so Fiktivgeschichte. Was wäre, wenn die Russen als Erste auf dem Mond gelandet wären, noch ein paar Wochen vor Apollo 11? Und da haben die dann, der erste Mensch auf dem Mond ist da natürlich Alexei Leonov, weil der wäre das auch gewesen. Und der Mann ist so freundlich, also ich habe irre Respekt vor den. Ich habe den auch hier mal im Technikmuseum getroffen, der war auch mal. Jetzt ein anderes Beispiel, wo Science Fiction und Raumfahrt zusammenkommen, das war in Bonn im Haus der Geschichte. Da gab es vor ein paar Jahren so eine kleine Ausstellung, die aber sehr fein war, Science Fiction aus Deutschland. Und da wurden dann Sachen von Jesko von Puttkammer ausgestellt hier, also auch echte Raumfahrt. Dann hier Werner von Braun und seine zwei Science-Fiction-Bücher, die er geschrieben hat. Und natürlich darf, wenn es um das Thema geht, der gute Perry Rother natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt wird es ganz persönlich. Ich habe meine Frau auf der FedCon damals einen Heiratsantrag gemacht. Das war der Plan B, weil wir waren ja vorher bei Stargate und da hatte sie gerade die Folge gedreht, Folge 200. Und da gibt es ja, 100 war das, da also mit den Traumsequenzen, wo dann Jack O'Neill und die Samantha heiraten, da habe ich gedacht, so, vor Stargate heiraten wäre ja auch nicht schlecht, weil wir das ja mögen. Und das hat dann leider nicht geklappt, aber wie dann die FedCon war, da war die ganze Stargate-Mannschaft da, auch Jack O'Neill, also Richard Dean Anderson, und die hatten da, haben mir Spione vorher mitgeteilt, auf der Bühne, wo dann die Gäste rein rauskommen, Stargate sah schon echt cool aus. Und ich habe meinem Schatz, habe ich dann auch noch so einen Oral besorgt, das war der letzte, den sie in Köln noch hatten, da war ich dann heilfroh, weil die kann man nicht kaufen. Ich habe sie eingeweiht und bei der Pressekonferenz habe ich Rick angesprochen und habe gemeint, sag mal, wir haben dir das ja eigentlich dir zu verdanken, dass wir beide zusammengekommen sind. Hättest du Lust, uns so das Ehrengeleiter zu geben? Und er hatte seinen letzten Vortrag vor der Closing-Zeremonie. Und da hat er uns dann hochgerufen. Ja, und das ganze Stargate-Kommando, das war damals 100 Leuten, die wollten noch Spalier stehen. Ich dachte, Gottes Willen, ja, die schmeißen mich raus. Und da haben wir halt alles zusammengebracht, weil wir interessieren uns für Raumfahrt. Unsere Ringe sind natürlich die Ringe aus Herr der Ringe. Ja. Und wir sind dann noch durch Stargate rausgegangen und über Fotos brauchen wir nicht zu uns zu beklagen, weil da ca. 2200 Leute im Publikum waren. Und wir haben dann unsere Hochzeitsreise nach Amerika unternommen, natürlich zum Cape. Und da gibt's, bevor du über die Zugbrücke nach Merritt Island fährst, gibt's das Astronaut Hall of Fame. Das wird von der Stiftung unterhalten, von Astronauten und deren Leute. Und das Doof ist, die haben so ein bisschen blöde Öffnungsuhrzeiten. Der Eintritt ist mit inbegriffen, aber du kannst an dem Tag dann nur das eine oder andere machen. Und da sind wir dann halt stilecht hingefahren, um ihnen erzählen. Also wir hatten die mit dabei und wir brauchten ein kleines Mietauto. Und die Martina hatte dazu so einen kleinen Fiat 500, aber so im Weltraumblau. Und auf dem Weg zum Cape, da hast du zum Teil Privatstraßen, musst ein bisschen Maut bezahlen. Wir sind dann entsprechend angezogen und normalerweise wird es ja kontaktlos abgebucht, aber für die Touristen und so weiter ist ganz rechts da noch eins, zwei und so durchgegangen, wo du dann deine Münzen oder deine Scheine reinschmeißt. Und ich weiß noch, der da saß, der hat uns so angeschaut, ich konnte nicht widerstehen, ich habe dann wie der Papst wohlwollend zurückgewunken und dann haben wir einmal 100 wieder weiter so. Wenn du da langkommst, gleich am Eingang, Visions of Spaceflight, zum Beispiel diese Bilder hier sind von Clyde Bonestell, den ich vorhin erwähnt habe. Da ist hier John Carter vom Mars und so. Da wird dann richtig gezeigt, wie die frühe Science Fiction dann die Raumfahrt irgendwo inspiriert hat. Und ich habe dann auch gleich meinen Space Shuttle Führerschein gemacht. Und ich finde, das passt dann auch sehr gut. Da steht Inspiration, aber also unter uns ist es eigentlich das Kino für Schulklassen. Hat dann echt gut gepasst. Und hier ist der Raketengarten. Das sind also die frühen Weltraumraketen. Bis auf zwei sind alle echt. Da ist auch noch die Saturn 1b. Und das war auch witzig. Wir sind da lang gelaufen und da kam eine nette Dame von der Security. Und die sagte dann ganz freundlich, also wir möchten bitte nicht so tun, als ob wir echte Astronauten wären.
Und ich habe das dann auch erklärt, dass wir natürlich keine Astronauten sind, aber viel mit der ESA zu tun haben. Und das ist dann auch eine Frage, die ich werde manchmal von der Presse gefragt. Ich sage dann immer, nein, halt, ich bin kein echter Astronaut, ich bin ja schon Raumschiffe geflogen in amerikanischen TV-Serien. Und dann kam noch der Brüller, als ich sagte, wir kommen aus Deutschland, da zückte die ihr Handy und fing an, mir ihre Ahnengalerie aufzuerzählen, um wie viele Ecken rum sie mit deutschen oder holländischen Adelshäusern verwandt wäre. Aber das ist so irgendwie so amerikanisches Hobby. Und was mir da auch aufgefallen ist, da, also fast jeder, mit dem du mehr als ein paar Sätze gesprochen hast, hat gesagt, ja, ja, ich kann auch einigermaßen Deutsch, weil entweder bei den amerikanischen Streitkräften in Deutschland oder noch viel mehr, weil Oma, Opa oder sonst wie mal aus Deutschland ausgewandert ist. Also hier die Saturn 1b, das war toll. Apollo Saturn 5 Halle, es gibt ja zwei Saturn 5, die nicht gestartet sind und da haben sie da eine flach gelegt, was ich auch gleich zeigen werde. Im Eingangsbereich wirst du auf die Zeit eingestimmt. Das ist ein Ausschnitt aus 2001, den her kennt ihr auch alle, also Science Fiction überall. Und da hast du dir, haben wir auch eine nette Ecke fürs Hubble Space Teleskop und so sieht das aus. Und wenn ihr mal Gelegenheit habt, geht dahin, wenn ihr euch für Raumfahrt interessiert. Ich fand auch einen sehr interessanten Kommentar, dass das Kennedy Space Center stolz drauf ist, dass es sich vollkommen aus eigenen Mitteln finanziert und nicht von Steuergeldern abhängig ist. Respekt und ja, das ist schon fantastisch. Dann sehe ich das. Ich habe mich da mal erkundigt. Das war damals zu, das ist also eine Star Trek Ausstellung im Kennedy Space Center. Die waren zu der Zeit, waren die gerade so auf Wandertour gegangen. Und da müsst ihr mal schauen, Star Trek Exhibition Kennedy Space Center. Da kriegt ihr dann zu sehen, wie dann auch aus der Zukunft so eine Art Vulkanierin und Starfleet Offizier so die Geschichte der Raumfahrt erzählen. Also auch Star Trek und reelle Geschichte miteinander kombiniert, wow, total klasse. Ja, das ist mein Schatz, die hat dann auch gleich einen Roboter aufgetrieben. Das fand ich so toll, das war diese Halle mit Early Space Explorers. Da war dann auch Koroljew und eine von Braun direkt gegenübergestellt. So, und dann sehe ich das hier. Und ist ja jetzt im Moment auch wirklich aktuell. Diese ESA-NASA-Zusammenarbeit, das heißt ja dann auch Orion. Und das war jetzt also Dezember 2012, direkt vor Weihnachten. Ein paar Wochen später, da ist dann normalerweise die jährliche ESA-Pressekonferenz vom ESA-Generaldirektor. Und der Thomas Reiter, der war damals ja auch Chef von ESOC, da hat dann ein bisschen was erzählt. Da habe ich mich gemeldet. Und habe gesagt, dass ich es echt toll finde, dass dieses Projekt Orion heißt. Aber bemerkenswert ist doch eigentlich, dass die NASA dieses Projekt nach einem deutschen Kultraumschiff benennt. Und da musste dann so lachen, weil das ist natürlich Zufall, es gab auch eine Mondlandefähre, die Orion hieß. Aber es passt ganz einfach. Und ich habe dann den Jan Wörner, den ESA-Generaldirektor, den habe ich dann mal auch aufgespitzt und habe gesagt, also mal, hängt das irgendwie zusammen? Und er wollte dann nachhaken. Der Mann ist mir immer noch im Gespräch bei einem Bier schuldig, aber da er jetzt demnächst aufhört und in Darmstadt wohnt, gerade ein paar hundert Meter entfernt, wo ich arbeite, mal gucken, ob ich da einen Termin kriege. Ich habe zumindest von ihm die Erlaubnis bekommen, wenn ich mal was auf dem Herzen habe, mal einen richtigen Brief einzuschmeißen. Das habe ich letztes Jahr auch mal gemacht. Das war auch so Geschichte. Ich fahre dahin, habe seine Frau gesehen. Na, nee, Altpost für den ESA-Generaldirektor vom Rasen-Weltraum-Reporter. Da kam er dann miteinander ins Quatschen. Das war echt herrlich. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und so ist dann Weihnachtsstimmung im Kennedy Space Center für die ISS, für jedes mitwirkende Land, da so eine LED-Leuchte. Und dann, nächsten Jahr später, da ist auch was passiert. Da war ich eingeladen von Markus Landgraf, der ist Missionsanalytiker, also mittleres Management, zum Mittagessen. Und ich wollte in die Kantine runter und da hat mich jemand abgefangen und hat gemeint, nee, die sitzen oben, so ein Gästebereich. Und da war ich dann auf einmal irgendwie in so einem Kreis von so 15 bis 20 Leuten. Und der Markus Landgraf, der war Mitglied vom ESOC Flying Club, das heißt Leute,
alle, die einen Flugschein haben oder vielleicht auch ein Sportflugzeug besitzen. Und irgendwie ging mir da so ein bisschen die Licht auf und dann sag mal, ihr habt beim ESOC Sportclub, Fotoclub, Filmclub und so weiter, warum habt ihr denn keinen Science-Fiction-Club? Okay, und um lange Story kurz zu machen, ich dürfte dann den ESOC Science-Fiction-Club mitgründen, ich arbeite da ja nicht, aber da wurde so eine, irgendwie eine Reserveregelung aufgetrieben, dass der Hausherr, was damals Thomas Reitel war, und der Chef der Öffentlichkeitsarbeit zustimmen muss, weil die hatten eine ähnliche Situation früher mal im Theaterclub. Da war auch jemand außerhalb, der sich sehr engagiert hat. Und da dachte ich zumindest, da geht jetzt so ein Traum in Erfüllung. Und wenn euch das Logo irgendwie bekannt vorkommt, also da hinten die gelben Sterne, die habe ich ja halt von der United Federations of Planets Fahne inspirieren lassen. Da haben wir dann auch ein paar Sachen unternommen. Und das sind hier die vier Musketiere vom ESOC. Das ist Markus Landgraf. Das ist der Rainer Crispen von der Schadenburg-Sternwarte. Der ist leider auch in Rente. Das ist Mike McKay. Zudem muss ich was dazu sagen, wie damals, das war Huygens Cassini-Mission zum Titan unterwegs war, kam da ein Herr und quatscht mich an und sagt, er hätte gehört, ich wäre so der Science-Fiction-Fachmann. Da muss ich mal kurz vorstellen, wer der Dr. McKay. Da muss ich anfangen zu lachen, weil Stargate, McKay, ja. Und wir haben da ganz gut Freundschaft geschlossen und er hat mir dann erzählt, dass er großer Stargate-Fan ist. Und ich habe ein paar Monate später in London, habe ich die Amanda Tapping getroffen und die hat dann auch mir mal ein bisschen Zeit für mich. Und da habe ich ihr kurz die Story erzählt und dann kannst du mir mal ein Foto für den signieren. Der heißt übrigens McKay und da fing sie an zu lachen und meinte, naja, hoffentlich ist dein McKay netter als meine. Ja. Und dann auch total erreicht. Ich war dann beim ESOC, beim Markt zum Mittagessen verabredet und habe gesagt, ihr, könnt eine Großfunde Amanda. Ihr so, und dann ist der rum zu seinen Leuten, guck mal, was mir der Robert mitgebracht hat. Und zur Gründung des ESO Science Fiction Clubs, da wollten wir Werbung machen. Und es gibt ja diese Silikonformen. Das erste, was damals rauskam, war der Darth Vader-Kopf. Und ich habe dann an zwei Abenden mir die Küche zugesaut und habe dann 50 Tafeln Schokolade eingeschmolzen zu Darth Vader-Köpfen, habe dann unsere Flyer ausgelegt, bin dann in die ESO-Kantine in der Ecke, wo ich nicht gestört habe, hingestellt. Kamen sie alle, ach, darf ich mal was für meinen Sohn mitnehmen? Ja, ja, ja. Und am zweiten Tag kam dann so ein Schlaumeier und meinte, kann man bei euch da auch Jedi-Ritter werden? Ich habe gesagt, komm morgen nochmal. Und ich habe dann mein Lichtschwert mitgenommen und schade, dass ich das nicht gefilmt habe. Ich habe den nahezu den Betrieb der ESOC-Kantine zum Erliegen gebracht, weil dann die ganz seriösen Leute, oh, Lichtschwert, darf ich das auch mal haben? Also, echt jetzt, ja, also, habe ich nicht gedacht, aber so kriegst du sie, ne? Unglaublich. Die Story vom ESOC Science Fiction Club noch weiter zu spinnen, eigentlich gibt es den jetzt leider nicht mehr, weil das Problem ist bei der ESA, du hast viele Kontrakteure, die gehen dann nach 3-4 Jahren weg und meine Vision war es, ich bin ja nur allein mit so ein paar Gleichgesinnten, das noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Aber es ist auch okay, die Leute wollten dann halt lieber nur mal zusammen ins Kino gehen, statt aktiv was zu machen. Und dann ist dann die Mitgliederzahl halt um das Minimum, was du brauchst für so einen Social Club, gesunken. Offiziell aufgelöst ist er noch nicht. Aber mal gucken, vielleicht, weil ich in ein paar Jahren versuche, dann mal neue Generationen zu kriegen. Und das war das, was wir damals gemacht haben. Marco Schelloske, der hat mir geholfen so ein bisschen beim Design, ich hatte eine Grundidee und wir haben da so ein paar Laminate gemacht und das hier ist Haupttor vom ESOC, gell, so Widerstand ist zwecklos, tritt dem ESOC Science Fiction Club bei, weil allein hätte ich mich sowas nicht getraut, aber mit den zwei geht es dann schon, wir haben das an die Ariane-Rakete geknallt und dann hier tritt dem ESOC Sci-Fi Club bei, weg it's so, das war dann vor der Hauptkantine. Und dann natürlich, das will die Leute von der Garrison freuen, ich will dich für den ESO-Fallclub, die Macht ist stark hier. Ne? Und den Spock dann auch. Und das gab dann ziemlich Erheiterung.
Jetzt gehen wir mal weiter. Da war der Start von Gaia. Das ist diese Raumsonde, die die Galaxis in 3D kartografiert hat. Und das ist Mark McCaughrean, das ist der Senior Advisor für die wissenschaftlichen Missionen. Und wie das Ding gestartet ist an dem Abend, sieht ein bisschen aus wie die Hydra von Raumpatrouille, ein bisschen Schlagel im Dach. Da habe ich in meinem Archiv gewühlt und wir haben ihm eine Karte gegeben aus dem 30 Jahre Star Trek Magazin. Hier, wenn das vermessen wird, so muss es dann in der Zukunft auch richtig aussehen. Dann hat er mich mir angeschaut und meinte, Robert, you are such a nerd. Ja, und ich bin da noch stolz drauf. Aber dass man so Sachen machen darf, wie gesagt, sie haben mich immer nicht rausgeschmissen. Und ja, hier selbst Cheffe, also Jan Werner, hat etliche Jahre bei seinen Vorträgen, also wenn ich mit dabei war, ich bin sicher, er hat es nicht wegen mir gemacht, er hat immer Raumpatrouille zitiert, internationale Zusammenarbeit im Weltraum, auch im Kalten Krieg und dann auch Star Trek. Und muss mal gucken, das spare ich mir jetzt gleich, das ist ja schon ein paar Worte dazu. Er hat vor ein paar Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und keine Ahnung warum, ich war zur Feier eingeladen. Ich dachte zuerst, das ist eine riesen Pressekonferenz, war aber was ganz Kleines, so mit 50 Leute, hauptsächlich Weggefährten. Und ja, er hat dann dieses Bundesverdienstkreuz bekommen. Und ich sage jetzt nicht den Namen der Politikerin. Ich habe gewartet, bis man mit Ruhe war. Da bin ich hin, Herr Werner. Ich bin hier stellvertretend für die Science-Fiction-Gemeinschaft und ich finde es immer toll, dass Sie Star Trek Raumpatrouille zitieren. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich mal Ihr eigenes Raumschiff kriege. Und ich habe da, das ist so kompakt, so groß etwa, so eine Enterprise. Hier, das ist so die USS Werner. Der hat sich so gefreut und die Politikerin, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die ich hatte ein bisschen angepisst angeschaut, weil er hat sich so drüber gefreut. Ja. Und, naja, ich habe dann auch ein paar Kommentare zu hören gekriegt und sie haben mich immer noch nicht rausgeschmissen. Da dieses Video, das solltet ihr euch mal anschauen, das dauert jetzt zu lange. Das heißt Ambition, Ambition. Da ging es halt auch die Rosetta-Sonde. Und wir waren damals gerade dabei, in Darmstadt Vorbereitungen zu treffen für die Space Days. Also so eine Raumfahrt, Modellausstellung. Oh, und freitagsabends klingelt bei mir das Handy. Sag, Robert, wenn du heute Abend nach Hause kommst, da haben wir was. Hier ist der Link, das würde dich bestimmt interessieren. Und da ging es darum, halt Mission zur Rosetta. Und da kommt wirklich Science Fiction und Raumfahrt immer zusammen. Die hatten da sogar den Littlefinger-Darsteller aus Game of Thrones mit dabei. Und das ist so toll. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. 7-8 Minuten lang einfach Ambition, Ambition, ESA, dann findet ihr das. So, und jetzt hier sind wir an dem Tag, wo die ersten Bilder zum Kometen veröffentlicht wurden. Und keiner hätte gedacht, dass das Ding so aussieht. Und der Mark fing an zu erzählen und sagte, naja, wenn man das Ding das so anschaut, die einen würden es vielleicht für eine Gummiente halten und andere, ich weiß nicht, ob er mich angeschaut hat, für einen teilweise getarnten Klingon Bird of Prey, wo es halt für die Flügel nicht gelangt hat. Ja? Und ich meine, die Anspielung kapiert nur ein Fan. Ne? War schon witzig. Und wir haben dann noch ein bisschen Spaß gemacht, so hier Landeplatz des Kometen, zumindest wo er vorgesehen war. Und damals, wie die Landung, wie das Aufwecksignal kam, war ja kritisch, weil die Sonde war ja ein paar Jahre quasi im Schlaf ersetzt, hat man dann das Signal erwartet. Und Zeitraum ging schon ein bisschen raus und ich stand da, also wenn ihr jetzt ESA prominent seid, war ich mit einem Kollegen von der Presse so im Schützengraben und irgendjemand hat dann gesagt, ne, vielleicht ist die Sonde von Außerirdischen abgeknallt worden und Thomas, der hat mich angeschaut. Ich war es nicht. Und dann hat ja auch alles geklappt und als jetzt hier die Signale kamen, da waren sie alle total aus dem Häuschen und das war auch für mich so ein toll bewegender Moment, so die Mondlandung so etwa in der Art. Und da habe ich dann aufgepasst, da haben sie Twitter-Kommentare veröffentlicht und hier, Shatner, Captain Kirk, hat da hier was gepostet. William Shatner, Touchdown confirmed for Arrayty. Ist doch richtig klasse, ne? Also, ja und das ist unser Hauptstadt der Physik, ich komme gleich noch drauf.
Da hat er ein bisschen gepostet und ich habe ihn nur den illustrierten Mann genannt. Der hat dann ein bisschen Ärger bekommen wegen seiner Tattoos und abends lief er dann im normalen T-Shirt rum. Und der ist übrigens auch Mitglied der Dutch Garrison, also der holländischen Garrison. Und wenn da im S-Pack Tag der offenen Tür ist, da hält er seinen Vortrag in Stormtrooper-Rüstung, ohne Helm natürlich. Und der Chef vom S-Tech beim letzten Mal, der fand das toll, hat man ja, wir hier das Galaktische Imperium zu Gast und die passen so ein bisschen auf. Und ich habe das hier in ESOG-Leuten mal unterbreitet, dann hier, da habt ihr echt noch was nachzuholen. Nee, sowas dürft ihr bei uns nicht machen. Naja, also da ist noch ein bisschen Arbeit zu leisten. So, ich hatte, das war also da, wo die Landung war. Und ich kenne die damalige Sekretärin von Thomas Reiter länger als er. Der hat nämlich mal beim ESOG als Praktikantin angefangen. Ich sage, du kannst immer Minuten mit Thomas Reiter haben. Und die guckt sich dann nachher, was hat denn der schon wieder vor? Der sagt, vertrau mir. Okay. Herr Reiter, Herr Vogel wollte nur mal kurz sprechen. Und der Mann, der hat da auch mal Zeit für sowas. Und da war man noch per Sie zu dem Zeitpunkt. Ja, der Reiter, der hat nämlich zitiert, so von wegen, ja, und Rosetta ist da hingegangen, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Und Herr Reiter, ich finde das ganz toll, wegen Star Trek-Zitat. Und ich hatte für ihn, und bin mit der UFP-Flagge, da er sich so gefreut hat, sich das Ding sofort angesteckt. Ja, und das hat dann einen Running Gag ausgelöst, weil, hier, übertragen bitte, da habe ich ihn auf zwei Veranstaltungen getroffen, ohne. Und wir waren dann zum Jubiläum von 2001 im Frankfurter Filmmuseum. Damals waren wir dann schon per Du. Ich habe gesagt, Thomas, ich habe jetzt bitte abgeschlossen, dass du das Ding auch wirklich mal trägst. Wenn du das nicht machst, bin ich pleite. Er ist dann tatsächlich dann im Frankfurter Filmmuseum aufgetaucht mit dem Ding. Das war schon echt toll. Und da gibt es dann noch eine kleine Story zu erzählen. Hier ist Planetarium in Mannheim. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch sehr, sehr gerne. Und die machen auch einmal im Jahr hier mit dem Hubert Zitt, machen die auch eine Science-Fiction-Veranstaltung. Da haben dann die Leute, die in Kostüm kommen, die haben dann einen großen Rabatt. Und das ist schon echt klasse. Und auch hier Planetarium Nürnberg, da ist der Chef auch Fan. Da gab es mal ganz tolle Veranstaltungen. Und will ich noch kurz erzählen, das war auch eine sehr schöne Überraschung. Am Samstagabend kommt auf einmal ein Blasorchester. Und die haben dann Filmmusik gespielt. Und ich weiß noch genau, Chef meinte noch, ja, wir fangen jetzt mal mit Star Trek an. So ernst hat man es nicht gesehen. Ich kam mit den Leuten ins Gespräch und habe dann erfahren, das ist eine sehr schöne Aktion, dass das eine Austauschaktion war, weil dieses Orchester macht so ab und zu mal Tournee mit Filmmusik. Und dann haben die auch einen Star Wars Abend, da sind dann Hindenberger Star Wars Fans in Kostümen gekommen, was super gut ankam. Und das war dann sozusagen der Gegenbesuch des Blasorchesters im Nürnberger Planetarium. Und dann, stellt euch vor, Planetarium, ne? Diese riesen Kuppelbahn, und dann haben sie Imperialen Marsch gespielt und dann kam das Ding da angeflogen. Was sie, ich meine, das fällt ja auf den Kopf. Ne? Anderes Beispiel ist hier das Haus der Astronomie in Heidelberg. Bin ich auch gerne. Da gibt es jetzt nicht so da gibt es jetzt keine Öffnungszeiten, da kann man Führungen beantragen. Und da habe ich auch ein paar Jahre so ein bisschen Teilnehmerlisten beigeholt für Science Fiction Fans. Und die Caroline Liefke, die da auch tätig ist, die ist auch selbst Fan, die hat dann extra Führungen für Science Fiction Fans gemacht. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Planetarium Stuttgart, die haben dann auch Raumfahrt mit der Science Fiction verbunden. Und vor ein paar Jahren war dann der Reinhold Ebert, der erste deutsche Astronaut, der dort war. Und da habe ich so ein bisschen mit der Vorarbeit mitgeholfen. Und er hatte dann gleich seinen Vortrag nach der Opening-Zeremonie. Da haben wir uns vorher unterhalten. Und er ist dann aber auch wirklich nach 5 Minuten aufgetaucht. Und hat dann auch erzählt, da merke ich, dass er dann auch Ahnung von Star Wars hatte. Da gibt es ja auf der ISS diese Cupola, diese Aussichtsplattform. Da denkt man, das sieht doch so ähnlich aus wie diese Struktur in dem Thron von Imperator. Sagt eigentlich alles. Ne?
Und der hat dann auch später, hatte dann auch Raumpatrouille zitiert. Und hier das ist die Bettina Wurge, die ist die Klonbiologin, Frau vom Rainer Crespen und auch Fan. Und die hat es dann mal als Anlass genommen, Weltraumbiologie-Vorträge zu halten. Und zwar als Vulkanierin erzählt die dann rückblickend aus der Zukunft über die erste irdisch-vulkanische Expedition zu Europa. Das ist dieser eine Mond, wo ein richtiger Wasserozean unter dem Eis ist. Ja, und dann kam ja diese Rosetta-Mission dann so richtig zum Tragen. Und ich dürfte mir hier das Rosetta-Plüschi, den Prototyp, mal ausleihen und habe dann auf ein paar Veranstaltungen dann so Science-Fiction-Fans lieben Rosetta gemacht. Das sind hier Leute vom Periodenstammtisch Mannheim. Das finde ich so süß. Der Mausbiber Cookie, nein, das ist nicht Rocket Raccoon, mit Rosetta dann in Amt zu veröffentlichen. Ja, also. Und ich habe dann, gibt auch richtig Zickenkrieg. Und im Hintergrund sieht man, jetzt muss ich fast weinen, mein Weltraumauto, das vor ein paar Jahren kaputt ging. Und ich habe dann Fotoposter zusammengestellt und dann den ESA-Leuten gegeben. So. Und dann ging es drum, ja, so von wegen Raumfahrt und Science Fiction und Star Wars ist geballert. Dann habe ich denen dann das hier vorgeführt. My first Star Wars experience was when I was 8 years old. And my dad took me to see The Empire Strikes Back. And as a young boy, watching that movie in the big screen was just an incredible experience. My favorite moment in any Star Wars movie is from The Empire Strikes Back, when Luke Skywalker crashes his X-Wing fighter on the planet and meets Yoda for the first time. And Yoda raises it out of the swamp. And Luke realizes the full power of the Force. And he says to Yoda, "I don't believe it." And Yoda says back, "That's why you failed." I think it's a great message in not giving up. As a test pilot, I would love to have a go in an X-Wing fighter. It looks like a fantastic spacecraft, quite aerodynamic to shape, so of course it would be great for planet's atmospheres. But in space, you don't really need those aerodynamics. What we would need are a lot of thrusters, and it would take an awful lot of fuel to change direction as quick as they do in the movies. I think our knowledge of the universe is still very immature. We don't know much about gravity, one of the fundamental forces of nature. And so there's no reason why what we see in Star Wars couldn't become a reality. Although I do think that traveling faster than the speed of light is going to be a hard nut to crack. If I could travel through hyperspace to anywhere in the universe, I'd probably choose to visit the event horizon of a supermassive black hole. I'd love to go there and see what really happened. Star Wars, made great in Britain. Ja, hallo, ne? Geht doch. So, das ist meine Heldin. Samantha Cristoforetti, europäische Astronautin italienischen Ursprungs, wie man so schön sagt. Die war auf die ISS. Und ich habe dann vor ein paar Jahren, ESOPA hat mir dieses Bild zugemeldet. Ich dachte mir, okay, die wollen sich revanchieren für all die Streiche, die ich gespielt habe. Nein, das ist wirklich echt. Ne? Die ist Star Trek-Fan, speziell von Voyager, und hat sich dann ihre Uniform hochschießen lassen. So. Und dann war Tag der Luft- und Raumfahrt in Köln, da habe ich um ein Interview gebeten. Und dann hat mir dann Herr Jahr gesagt, ja, bitte zieh aber dann ESA-Astronauten überall nicht an. Da dachte ich, okay, mach es halt andersrum. Und ich habe halt da so eine Admiralsjacke, nicht weil ich meine, ein Admiral sein zu müssen, die ist sehr praktisch. Du brauchst nur schwarze Hosen, ziehst das Ding an, reißt der Schluss zu, fertig. Ne? Und wir haben dann Backstage gewartet und da kam dann diese Menda, die sieht mich und fängt an zu lachen und die kann ja Zischsprachen. Dann sagt sie, ja, man hätte ihr gesagt, man müsste bei mir mit sowas rechnen. Und ich habe den Hintergrund Gelächter gehört und was ich dann bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass alle Interviews über die ESO-PR liefen und das sind ja meine Leute. Und das Interview ist dann Geek-Magazin veröffentlicht worden und es war echt total klasse. Und jetzt komme ich auch langsam zu Ende, weil ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Dann, die ESA hat dann am Frankfurter Flughafen so einen Sternenjäger-Tag 2015 gemacht. Und da durfte ich dann so verschiedene Science-Fiction-Gruppen vom Perry Rhodan, Captain Future, Raumpatrouille, Star Trek, Star Wars, haben etliche Leute mitgemacht. Das war ein riesen Erfolg.
Und da hat dann auch der Reinhold Ebert dann die Raumpatrouille zitiert. Und guck mal, sowas macht die NASA, so Promotion-Poste. Und der Herr hier, das ist Frank de Win, belgischer Astronaut, der ist mittlerweile Chef vom Astronautenzentrum und der ist Next Generation-Fan, mehr brauche ich nicht zu sagen. Oder was sie dann gemacht haben, ist das hier. Geil, ne? Und sogar die Russen als Jedi-Ritter. Und dieses Logo, das sieht doch aus wie ein Steinzerstörer von oben. Ne? Eigentlich muss das ein Buch sein. Ja. Ja, und dann 50 Jahre ESOC. Da dürfte ich dann so 15 Leute in Kostüme holen, weil 15 ist die maximale Anzahl von Externen, die ein interner Mitarbeiter so quasi verantworten kann. Und es war ein Riesenerfolg. Und keiner hat blöd geguckt, die haben sich echt gefreut. Ja, und das war die Sache dann zum 2001 Jubiläum im Frankfurter Filmmuseum, wo der Thomas dann auch wirklich ganz brav sein Pin getragen hat. ja, und bei einer anderen Veranstaltung im Haus der Astronomie in Heidelberg hat er ein Lichtschwert gesehen. Oh, Lichtschwert, gell? Und dann hat er gesagt, Robert, besorg mir so ein Ding. Habe ich dann auch gemacht. Und ich habe ihm eine Mail geschickt, wir wollten uns treffen. Da ja, Thomas, wir können hier natürlich Hochenergiewaffen außerirdischen Ursprungs, können wir nicht so an jeden Erdling weitergeben, du brauchst da schon eine Anweisung. Ne? Und dann haben wir uns getroffen, was er nicht wusste war, das sind zwei Freunde von mir, die machen verschiedene Cosplays, auch sehr gerne Star Wars. Ich habe gesagt, kommt mal hinten euren Outfit und ich gehe als seriöser Nerd mit Weltraumschlips und Anzug, gehe da hin und die zwei waren 1-2 Minuten vorher am Eingang da von mir. Und die Security, die kennt mich halt auch, ich bin dann rein, um das Ganze anzumelden. Sag mal, Robert, die zwei da draußen, die gehören doch zu dir, oder? Also, verdammt, woher wisst ihr das? Ja? Der Thomas kam, der fing so an zu lachen, hat sich so gefreut. Und das ist hier der Eingangsbereich von seinem Bürogebäude, das ist direkt gegenüber vom Haupteingang. Und da hat er seine Einweisung gekriegt. Dann hat er dann noch gemeint, Robert, erzähl das mal einem Amateur, versteckt eh. Ja? Und wir waren da so 20 Minuten am Machen und er hat sich ein drum geschert, was jeder gedacht hat von den vielen Leuten, der da vorbeigekommen ist. Und er wurde dann aus einem ESA-Direktor dann noch ein großer, kleiner Junge. Und er hat dann gemeint, Robert, du darfst die Fotos gerne verwenden für deine Vorträge, wenn du es bei Facebook posten. Und das respektiere ich natürlich. Also hier, man sieht die Begeisterung. Ist doch echt cool. So, und das ist jetzt Höhepunkt und Abschluss meines Vortrags. Wie kommt das wieder auf die ISS? Das war so, also als der Alex zu seiner ersten Mission zurückkam, da gab es bei, ich glaube, Tele5 so eine Quiz-Sendung, die Sorte, wo man ruft an, irgendeine Frage, die jeder Idiot beantworten kann, dann hängst du gefühlte Stunden lang in der Warteschleife und musst entsprechend bezahlen. Und die Frage war, wer wird der nächste Kommandant der ISS? Antwort A, Alexander Gerst, Antwort B, Darth Vader. Und da hat er auf seinem Twitter-Account geschrieben, kann mir jemand einen Helm leihen? Ich bin nicht bei Twitter, aber jemand von der Gersen hat das dann der Weise an mich weitergeleitet. Hey Robert, du kennst doch die alle. Und dann habe ich an Alexander Gerst eine Mail geschrieben. Ich kenne nicht seine private Mail, weil ich weiß, wie die Mailstruktur bei der ESA funktioniert. Und hallo Herr Gerst, wir haben uns heute getroffen, ESA Science Fiction Club, kann mir Ihnen helfen? Ich habe nie gedacht, dass ich Antwort kriege. 2 Tage später, ich komme von der Arbeit nach Hause. Da kam dann, das habe ich an der Mailerkennung erkannt, die Mail kam aus dem Johnson Space Center, da war er gerade am Trainieren. Und dann habe ich gemeint, ja, klar, soll ich Ihnen so ein Ding besorgen? Und dann schrieb der, ohne Witz, das muss aber unter uns bleiben. Ich stelle euch das mal vor. Also er erwartet, dass ich da zum Cape mich einschleuse, an so einer Pforten die Leiter hochklette, da rumschraube und irgendwo das Vader-Kostüm reinquetsch. Ich bin dann am nächsten Tag zum ESOC gefahren. Ich komme da rein, relativ einfach, sagen wir mal so. Und ich mache mir ab und zu einen Spaß draus, bei der PR lang zu gehen, mal zu glauben, alles gut bei euch, wollte nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Und das macht der schon wieder hier und sagt, hört mal, ich habe gerade Mailkontakt mit dem Alex und wir überlegen uns, wie wir ein Darth Vader-Kostüm auf die internationale Raumstation hochkriegen. Über den Gesichtsausdruck brauche ich euch wohl nichts zu sagen. Ne? So, jetzt hat er endgültig den Verstand verloren. Dann sagt man, meint ihr vielleicht, ich mache Witze bei sowas? Ruft ihn doch einfach an. Zeitverschiebung war gut.
Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Und ich stand nebendran, eine Viertelstunde später. Hallo Alex. Und, und dann, hey Robert, geile Idee. Das hat dann 2 Jahre gedauert. Wir haben in Wirklichkeit versucht, das Ding irgendwo in eine freie Nische reinzuquetschen. Und letztendlich, und das fand ich toll, hat er sich aber entschlossen, das Kostüm im privaten Gepäck mitzunehmen. Also ihm muss das wirklich was wert gewesen sein. Er hatte auch ein Captain Future T-Shirt dabei, weil in Zusammenarbeit mit DLR hatten die doch diesen Robot Companion, diese Kugel da, namens Simon, wie Simon bei Captain Future, nur ein bisschen anders geschrieben, deswegen die Gehirn. Und ich habe es erst geglaubt, als ich das gesehen habe. Die haben mir das ein paar Stunden vor der Veröffentlichung zugeschickt. Bin ich jetzt offizieller Nerd-Supplier für die internationale Raumstation? Also es war schon toll. Wir wollten uns dann treffen letztes Jahr im Aztec und ein paar Tage später war der Tag der offenen Tür. Und da meinte er dann, treffen wir uns doch einfach da, um 10 Uhr mache ich Vortrag, mache noch Autogramme, gehst du gerade an die Seite und ich signiere dir das. Und dann war es wirklich so, sollte ja jeder nur ein Foto machen. Nichts Persönliches, ich bin dann seitlich rangegangen und er hatte eine Betreuerin, die hätte gut Beamtin vom Galaktischen Sicherheitsdienst sein können. Ich habe das Foto hochgehalten und jetzt nicht übertrieben, nichts gegen die Frau, die hat mir ihren Job gemacht. Der Herr Gast unterschreibt sowas nicht. Der Alex, auf Ärger. Das habe ich jetzt zu Hause hängen. Der, sag ich mal, der Angeber war. Das war echt toll und ich habe jetzt gleich so noch so ein ähnliches Projekt noch in der Mache. Weil wenn dann die Orion startet, da muss eigentlich auch mindestens eine DVD von der Raumpatrouille mitfliegen, zumindest auf dem ersten Testflug. Da bin ich noch ein bisschen am Arbeiten und wenn sie das, die Startübertragung, zumindest in Deutschland zeigen, da muss dann die Musik von Raumpatrouille laufen. Da ist auch ein Countdown mit drin. Ne? Weil da bin ich noch an der Mache, weiß nicht, ob es funktioniert. Und damit möchte ich auch schließen. Also ich hoffe, ich habe so ein bisschen Begeisterung vermittelt und wirklich Science Fiction und Raumfahrt gehören zusammen. Inspirieren sich gegenseitig und ich werde hoffentlich in ein paar Jahren Rentner und dann habe ich schon angedroht, noch 3 Jahre oder so noch 2 Jahre, dann komme ich. Mal gespannt, was passiert. Hab da so ein paar Ideen. Falls ihr noch Fragen habt, ich muss noch mal kurz weg, bin dann aber auch ein paar Minuten hier, weil ich dann noch ein bisschen was mit Star Wars Fanfilmen zeigen werde. Stehe ich gern zur Verfügung. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag und bleibt vor allen Dingen alle gesund. Dankeschön.